Ahoi da, was geht ab, Leute? Hier, Bummelsiedei, gewohnter Ort, alter Nordfriedhof. Letztes Mal war ich in Hamburg. War schön, war lustig, aber zu Hause, die alte Heimat ist natürlich immer am besten. Es ist 3 vor, ich habe schon einen Glücksrad gezündet. Man weiß ja nie, irgendwelche Frühzünder, Frühstarter hier, die bereits das Geschenk aufmachen. Weil ich habe eine Menge Freunde wieder am Start. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil der letzte Ziel war erst vor 2 Wochen. Und jetzt habe ich wieder ein paar Millionen reinkommen. So, die Freunde kommen rein. Bam, 200.000. Bam, 400.000. Bam, 600.000. 800.000. 1 Million, warte mal. Ah, 1,2. Endlich. Der Kollege hatte beim letzten Seeder verpennt. 1,2, glaube ich. Wo bleiben die EP? Was geht ab, Mann? Ich komm gar nicht mehr mit. 1,4. Hi. Was geht? 1,6. 1,8. 2 Millionen. Softig, softig. 2, 1. Ja, zum Zweischein. Ich liebe mir. 2, 1. Was ist da los? Ah ja, die anderen müssen noch. Warte mal. Mal schauen. Hier. Anja, bitte öffnen, nicht vergessen. Und Conbroker, wenn du jetzt nicht öffnest, innerhalb der nächsten 20 Minuten schicke ich dir eine Einladung. Manche kriegen nur 1, 2. Geckerbo habe ich nur 1 bekommen. Aber Shiny Bummels, der erste. Jetzt können wir wenigstens 1 vertauschen. Lucky Shiny 100er Bummels, glaube ich. Ja, das ist die neue Sammlung, was soll ich machen? Nicht so eine Scheiße sein, oder? IV-Trading. Bam. IV-Check. Oh, Defense 15. Was hast du? Wie viel Millionen Stanshop hast du jetzt eigentlich vorhin? 800.000. Uhu, Shiny Nummer 2. Jetzt sind wir gleich auf, oder? Du hast auch 2. Jo. So. Checken wir mal die AW. Ah ja, ich brauche Bonbons, um die zu entwickeln, alle. Muss mich da ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und Geschenke muss ich auch verschicken. So, wir haben hier noch einen Shiny, Nummer 3, glaube ich. Wir haben ein bisschen über alte Zeiten geredet, wer da noch so zockt und so. Dass es so geil ist, damals sich einen Namen zu machen im alten Arena-System und jeder kannte dich. Ja, Mann, das war echt cool. AW-Check. Naja. Ich muss noch ein paar durchentwickeln dann und dann kann man die tauschen. Tja, schon ungefähr die Hälfte vorbei. Wir haben gerade darüber geredet, dass es ein bisschen schwach momentan ist, spawn-technisch und shiny-technisch. Aber bam, da kam einer für mich. Pause. Solange ich den hier fange. Können wir die AW checken, aber eigentlich ist es irrelevant. Klingt erst mal kompliziert. Dimi und ich überlegen gerade, was wir tauschen, denn wir sind wieder Glücksfreunde geworden. Aber er hat nicht so viel Auswahl. Und er hat auch. Das Problem ist, er hat auch nicht viele Sachen. Das heißt, wenn ich ihm irgendwas gebe, was er nicht hat, dann kostet das 40.000. Was für ihn aber das Problem ist. Ja, zu schmerzvoll. Das ist halt echt schmerzvoll. So, schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es einfach Gigatina gegen irgendein C-Day Shiny, was halt häufig ist. Für meine neue Sammlung. 100er Lucky Shinies, Leute. So, Leute, es flaute. Man munkelt wegen dem Wetter irgendwas. Scheint aber überall so zu sein. Es spawnt entweder kaum was. Und wenn was spawnt, dann ist es nicht Bummels. Ja, man denkt jetzt, Event wird verlängert oder sowas. Aber schon schade, ja. Wir machen jetzt gleich einen Raid, weil hier nichts los ist. Und ich noch 2 Pässe über habe. So, großes Problem, kleines Missgeschick von mir. Ich habe ein paar Leute übersehen, vorhin beim Geschenk öffnen. Jetzt haben wir es halt verpasst. Grüße gehen raus an Moonwalker und Rico. Und Octopus, aber den kenne ich. Bei dir melde ich mich später noch. Die 2. Wir machen das wahrscheinlich Montag irgendwann. Am besten kommentiert ihr dieses Video, falls ihr das seht. Wenn nicht, dann mache ich es leider einfach so auf. Weil ich habe keine Chance, euch zu kontaktieren. Tut mir echt leid, das ist mein Fehler.
Er will unbedingt noch ein Mewtwo haben. Mit Spukball. Kommst du? Mit? Wandmalerei, TU oder so, TUM. So weit ist es nicht. Ich hab ein schlechtes Gefühl für ihn. Ja. Du hast schon letztes Mal einen Klassen bekommen. Wieso gönnst du nicht, Hagen? Ich gönne, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, warte, das war ein... Mal schauen. Ah, du führt dich letztes Mal endlich einen schlechten Rayquaza, Mann. Den ich von dir bekommen habe. So. Ja, spukbar. Okay, komm, Togi, Kiss, auf Wiedersehen, Mann. Okay, was kann es bei dir werden? 1904. 19. Bei dir 2387. 1904. Ein neuer für meine Shiny Lucky Sammlung. 2387, herzlich willkommen. Oh mein Gott. Zeig mir dein leidendes Gesicht. Oh mein Gott. Ich habe meine Zahl vergessen. Was? 1904 oder sowas, gell? Ja. 2387. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, der schaut nicht. Oh mein Gott, endschlecht. Oh mein Gott, echt? Ja. 23. Oh mein Gott, endschlecht. Was war es, 23? 87. Tot. Oder 78. Oh mein Gott, KP-Angriff und dann auf einmal... Der zweite Satz. Ja. Also ein 93er oder... So, da nichts los ist. Machen wir mal den Raid und auf dem Weg dahin können wir mal direkt ein paar Sachen entwickeln. Ich habe bisher 5 gefangen. Lass mal hier durchentwickeln. Ich habe gar nicht so viele Bonbons. Ich kann 2, 3 durchentwickeln. Habe ich schon einen Max, also Maxen brauche ich keinen mehr. Wie gesagt, seit einer Stunde oder so ist halt tote Hose. Ging halt gar nichts mehr. Spawn-technisch. So. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so lief. Wie viele Shinies habt ihr gefangen? Schade, Niantic. Echt sehr, sehr schade. Boom. Nicht mal die 3000 geknackt. So. Was willst du? Jetzt bekomme ich 33. Ich habe 15,91. Aber kann gerne shiny werden. Oh, jetzt 600 bei uns. Nee, schade. So Leute, ich habe hier noch einen shiny Bummels. Ist leider noch zu früh, ich kann den nicht einfach liegen lassen und dann hoffen, dass das Event endet und der dann zu einem anderen Pokémon wird, das dann shiny sein könnte. Oh mein Gott. Puh. Leider, sonst hätte ich das gerne ausprobiert. Wäre er gerade gespawnt, dann ja, würde es gehen, aber ich weiß nicht, wie lange der noch da ist. Kann sein, dass er nur noch eine Minute da ist. Kann sein, dass er noch eine halbe Stunde da ist. Boah. Aber hoffentlich kriegen wir noch einen in den nächsten 15 Minuten. Jo, ein komischer C-Day. Ich schaue noch mal ganz kurz, wie viele Shiny ich gefangen habe. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shiny. Und das Togekiss, das ich mir ertauscht habe mit Demi, das leider nicht so gut geworden ist. Aber ihr wisst, ich denke, irgendwann kann man die IVs hochpushen, hochtrainieren. Ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird es ein Lucky Shiny 100er. Und ja, das ist mein neues Ziel, alles in Lucky 100 Shiny zu haben. Natürlich nur, falls diese Funktion irgendwann mal kommt. Wenn nicht, dann ist es einfach nur... eine Lucky Shiny Sammlung. Viele Nachrichten bekommen von euch. Das Internet ist in Aufruhr. C-Day vermasselt. Ab ungefähr 16 Uhr, 16.30 Uhr. Bei manchen ja 17 Uhr, irgendwie sowas. Zwischen 16 und 17 Uhr haben die Spawns einfach aufgehört. Irgendwas mit dem Wetter und ja, da kam einfach nichts mehr. Richtig schlecht. Nicht genügend Spawns und erst recht nicht genügend Bummels. Sehr schade. Ich meine, ich habe trotzdem noch 6 rausgeholt. Was eigentlich normal ist. Also ich krieg bei jedem C-Day 6, aber... am Ende war echt richtig leid, da kam einfach nichts mehr. Ich bin gespannt, ob Niantic da irgendeine Entschädigung raushaut. Ich meine, Europa, immer wenn Europa irgendwas passiert, da passiert dann nichts, kommt keine Entschädigung.
immer wenn Asien oder Amerika irgendwas passiert, direkt Entschädigung. Wir werden sehen, aber ich bezweifle es, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Shiny Bummels ihr aus dem Event rausziehen konntet. Trotzdem Fehler, trotzdem Fail. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.